Wie schnell ist Habtechnologie, also die Technologie, die benutzt wird von den Überwachern, um Menschen zu überwachen und um Menschen zu quälen? Im folgenden Video sehen wir einen Hund, der gequält wird. Das ist der Hund meiner Nachbarin, der mit mir im Garten mit dem Bällchen spielt. Und ihr seht, wie der Hund gleich ziemlich schnell losrennt. Und diese Geschwindigkeit ist zu schnell für die Überwachungsgeräte. Da kann man ihm nicht in die Beine schießen. Aber ihr seht, auf dem Rückweg, als er einen bestimmten Rhythmus hat, kriegt er jedes Mal ins Bein geschossen. Ne? Ihr seht hier, wie der arme Muckel ganz verunsichert schaut. Jetzt werden sich viele fragen, wieso sollte jemand einem Hund in das Bein schießen? Nun ja, es ist leider so, dass viele Überwacher ziemlich primitive Gemüter sind und die schießen auf alles, auf was sie schießen können. Der Staatsschutz darf das, der hat ja einen Freibrief, jeden Menschen ungestraft zu foltern und selbstverständlich auch jedes Tier.